I'm high. Yo, sie meinen, ich schaffe es denen, ich weiß, doch ich beweise ihnen einfach das Gegenteil. Jede Line kämmt und gedeiht wie Feigen im Regenwald. Ich bin nicht fehlerfrei, aber Zweifel weichen wie Nebelschweif. Wenn ich ein paar Zeilen hier einfach frei aus der Seele schrei, ich leb den Scheiß, während die Szene eher beschämend bleibt. Jeder Zweite meint, er sei mega geil, weil er Zähne zeigt. Das legt sich bald, da ich hier mit jedem Reim dieser Szene zeigt, dass es eben tighter ist, wenn man Lines übers Leben schreibt. Sie sehen's nicht ein, sie ziehen lieber in Krieg. Ich find es scheiße, man findet keinerlei reale MCs, außer man schaut genau über das Mikroskop in der Biologie. Dann kann's passieren, dass man animiert wird wie ein Videospiel. Es wird genug geredet, jetzt ist Zeit mit Zeilen in die Proof zu treten, denn zur Zeit sind leider die meisten scheiße, wenn ich YouTube-Playlist. Kann es teils sein, bei keiner Science, weil's recht keine guten Themen. Nein, weil Teil vom Einheitsbrei sein halt einfach meist so bequem ist. Ey, ich hab viel zu lange zugeschaut. Langsam gebe ich die Suche auf. Du weißt, dass ich noch nicht mal eine Minute brauch, um dir zu zeigen, dass der Shit durch meine Blutbahn raus. Manchmal frag ich mich, ist es normal, dass man nur Phrasen trifft? Sie labern Mist und das den ganzen Tag, ich werd noch wahnsinnig. Ja, ich spit diese Bars, damit ich nicht Panik krieg, denn das Getäusch und Gepusch und Rumgemucke ertrag ich nicht. Sie nerven mehr als ein fetter Schnakenstich. Der Kern verhärtet, wenn das Herz nur derben Schmerz und Herberage frisst. Das hier ist keine Klageschrift, aber ich will dir nahe bringen, dass das die Rap-Szene von Dreck leben kann, tragisch ist. Deswegen trage ich ein Schutzschild aus Wörtern, man, sie wirken für mein Hirn so wie die Muskeln für den Körper. Ich muss sie nur fördern und ich spucke Genuss für den Hörer. Mit mehr Sprengkraft als ein russischer Mörsermann, wir spitten bei jeder Wetterlage, brettern hart und schicken die Rapper baden, schreddern gratis bis mit dem Shit, der hittet wie Sprenggranaten. Das hier ist die beste Ware, die es draußen gibt, doch glaub mir, das ist nicht verglichen mit Shit, den ich noch im Petto habe. Ey, ich hab viel zu lange zugeschaut. Langsam gebe ich die Suche auf. Du weißt, dass ich noch nicht mal eine Minute brauch, um dir zu zeigen, dass der Shit durch meine Blutbahn rauscht.